Nervig. So. Ich stehe hier in der Boutique. Ich war noch ein bisschen shoppen und habe einfach noch ein paar Klamotten eingekauft. Ich weiß, hier haben wir nicht aufgehört letztes Mal. Aber schauen wir dann einfach mal. Ja, meine Pokémon haben ein bisschen gelevelt in der Zeit. Sind jetzt alle bis auf ja, Inteleon sind sie quasi so Mitte Level 60. Ich habe Glurak noch ein paar Dynamax-Bonbons gegeben, was ich irgendwie im Hauptspiel komplett ignoriert habe. Das hätten wir auch noch gut machen können. Ein paar Raids vorher und dann die Dynamax-Bonbons verfüttern. Aber gut, haben wir nicht. Ja, ansonsten habe ich noch irgendwas Nennenswertes gefangen. Ich habe noch hier im in so einem Raid habe ich hier dieses Pantifrost gefangen. Das stand da halt so rum. Und ein Garados habe ich noch gefangen. Und ja, aber ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was ich jetzt in der Zeit gemacht habe. Wir sollen auf jeden Fall die anderen vier Stadien abklappern, wurde uns ja gesagt. Wir kamen ja quasi von hier, waren dann erst wieder im Pflanzenstadion, waren dann hier bei Kate. Ich weiß gar nicht, Claw City? Waren wir da nicht schon? Ich flieg da mal hin und gucke mal, was da abgeht. So, ach, Claw City war, stimmt. Das war gar nicht das, was ich meinte. Ich würde fast sagen, wir gehen einfach nach der Reihenfolge vor. Wie wir quasi auch in der Story. Bist du schon durch mit der Story? Ich bin schon durch mit der Story. Also mit der Hauptstory. Wir machen jetzt gerade das Postgame hier, wo wir die Stadien retten müssen. Also das heißt als nächstes, das hier ist, glaube ich, das von Nioh, richtig? Weil dann würde ich da jetzt als nächstes hingehen, weil wir das ja auch, glaube ich, in der Story als nächstes gemacht haben. Naja, wir schauen einfach mal. Ich muss hier gerade mal meine Fenster vom PC sortieren. So. Hier sind wir. Dann würde ich doch sagen, gehen wir mal kurz gucken, was der Raritätenhändler heute so hat. Welche waren das denn? Oder wo waren die denn, die beiden hier? So, hast du irgendwas Interessantes? Ich bin Champ geworden, aber sicher von. Ein Ultraball! Yay! Was ist ein Ultraball? Ein etwas außergewöhnlicher Ball, mit dem sich Pokémon nur schwer fangen lassen. Spielst du noch weiter, wenn du mit der Story durch bist? Also ich habe gesagt, wir machen jetzt das Postgame auf jeden Fall. Also diese kleine Story hier, die es danach gibt, machen wir noch. Und danach müssen wir mal schauen. Vielleicht mal ein paar Raids irgendwie oder gucken wir mal. Also es wird dann aber nicht mehr das Hauptspiel hier im Stream dann sein. Das ist aus Sonne und Mond mit Ultrabestien. Ja. Aber ist ja trotzdem irgendwie komisch, ne? Heutiges Angebot. Ein Klumpen Giftschleim. Nee, danke. Gestriges Angebot. Eine Fiole Zauberwasser. Nein. Morgiges Angebot. Ein Drachenzahn. Nett. Und du so? Heute suche ich eine Perle und würde dafür 3000 Poké-Dollar zahlen. Der bringt, glaube ich, hier gar nichts. Toll. Gut, eine Perle habe ich nicht. Aber dann gehen wir doch mal gucken, was bei Nioh hier so geht. Da packe ich dann auch einfach schon mal nach Tara nach vorne. Und gucke gerade noch mal kurz, habe ich irgendwelche tollen neuen TMs oder sowas gefunden? Für Unlichtattacken. Das ist eine Geistattacke. Eis. Unlichtstandpauke. Nee, das hatten wir schon. Ich glaube, da war jetzt auf jeden Fall nichts Neues mehr bei. Aber gut, nach Tara schafft das dann gleich schon. Gucken wir mal, was hier so geht. Oh, der arme Nioh. Oh, seid ihr etwa alle hier, um mir zu helfen?
Ja. So sieht's aus. Wie ist denn der Stand der Dinge hier? Die Leute sind alle in Sicherheit. Und ich als Arenaleiter werde mich den Dynamax-Pokémon im Kampf stellen. Okay, das packen wir mit vereinten Kräften an. Vielen Dank. Es spielen gleich mehrere Pokémon verrückt. Jeder nimmt sich bitte nur ein Pokémon vor. Packen wir es an. Eieiei, sogar mehrere. Mal gucken, was wir denn kriegen. Schrei doch nicht so. So, nach Tara. Gucken wir doch mal. Wie war das? Wir konnten, glaube ich, nicht, Ach, wir können doch wieder Dynamaxen, scheinbar. Dann ist ja gut. Dann machen wir das doch. Dynamax, gucken wir mal, das macht. Nehmen wir doch das. Auf Zwirfins, oder wie auch immer er heißt. Yay, wir können schneller handeln als sonst. Geil. Ist sie nicht schön? Ich finde sie schön. So, mal gucken. Eigentlich müssten wir dann ja... Ich wollte gerade sagen, wenn er ja sagt von wegen, wir dürfen durch die Flinkklaue zuerst handeln, dann ist das doch gar nicht so verkehrt. So, Spezialverteidigung sinkt, setzt deiner Frost ein. Okay. Tut mir jetzt scheinbar nicht so weh. Es hagelt. Das hatten wir zum Glück ja noch nicht so oft in diesem Spiel hier. Und er kriegt wenigstens auch einen Druff dafür. Nehme ich das doch einfach nochmal. Warum denn nicht? Kaboom. Spezialverteidigung sinkt schon. Oh, Erdbeben. Ivi, ekelig. Müsst ihr eigentlich das ganze Stadion bei zusammenbrechen, wenn so ein Riesen-Pokémon, wenn so ein Riesen-Pokémon Erdbeben einsetzt? Aber gut. Klang ja sehr einladend, der Gute. Gut, aber haben wir das geschafft. Vielen Dank. Die Pokémon haben sich alle wieder beruhigt. Gönnen wir den Pokémon etwas Erholung hier im Stadion, dann fühlen sie sich bestimmt bald wieder besser. Hier, Nina, meine Ligakarte. Du erhältst eine seltene Ligakarte von Nioh. Ich glaube, da ist er ohne Maske drauf. Kann das sein? Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Ich, kümmere mich um den Rest hier. Es brauchen bestimmt noch andere Leute eure Hilfe. Das denke ich auch. Diese beiden Pappnasen haben sich ziemlich viele Wunschsterne geschnappt. Kein Wunder, dass sie jetzt viel mehr Pokémon deiner maximieren können. Gut möglich, dass unsere Probleme jetzt erst so richtig anfangen. Es gibt noch 3 Stadien mit zugedrehten mit durchgedrehten Dynamax-Pokémon. Lasst uns keine Zeit verlieren. Alles klar, die Ligakarte will ich mir jetzt trotzdem mal anhören. Anhören vor allem. Ansehen. Hier ist unsere schöne Karte. Ha. Oh, ist der niedlich. Oh, können wir Nioh adoptieren? Oh mein Gott, ist der putzig. Oh, ich bin verliebt. Dies ist ein Bild von Nioh, das zufällig im Wartebereich entstand. Man erkennt, wie er die Maske, die sonst sein Gesicht verdeckt, an sich drückt und mit der Unsicherheit und Schwäche in seinem Inneren ringt. Daran wird deutlich, dass er abseits des Kampfes eben doch ein ganz normaler Junge ist, obwohl er schon so jung zum Arenaleiter ernannt wurde. Allerdings bleibt es ein Rätsel, wer dieses Foto geschossen hat. Es hält sich das Gerücht, wonach es sich um ein Geister-Pokémon gehandelt haben könnte. Hallo Links. Oh, der ist so niedlich. Und dann ist da halt noch Kate. Aber Nioh! Oh! Sind die alle mit? Ach, die haben alle die einfach nur die Holo-Effekte irgendwie da drüber. Okay. So, welches... Wo waren wir denn als nächstes? War das schon... Ach, das war in Fairbelly bei,
Bei Dingens hier, ne? Bei Betis. Was hat der jetzt? Der hat Feen-Pokémon, ne? Fee-Psycho. Was war dagegen denn nochmal, effektiv? Wir brutzeln es einfach mit Glurak weg, das passt schon. Ich glaube, wir hatten dagegen nicht wirklich was Effektives. Weil Psycho und Fee hebelt sich ja gegenseitig so ein bisschen aus und dann hätten wir halt noch Stahl, aber Stahl haben wir nicht, also nehmen wir Glurak. Ja. So, Karte. Ab nach Fair Belly. Es ist so schön hier. Oh, komme ich überhaupt nicht auf klar. So, mal gucken, was der gute Betis denn so zu erzählen hat. Ihr hier? Betis, was ist mit den Dynamax-Pokémon? Dachtet ihr etwa ernsthaft, dass sie mir irgendwelche Probleme bereiten würden? Ach so, müssen wir gar nicht. Mir, einem Feen-Arena-Leiter der absoluten Spitzenklasse? Ach stimmt ja, du bist ja jetzt Arena-Leiter. Nur bei der Spitzenklasse bin ich mir nicht so sicher. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr hier seid, um mir zur Hand zu gehen? Nichts für ungut, aber ein Trainer der absoluten Spitzenklasse braucht keine Hilfe. Ein einfaches Danke hätte auch getan. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ah, müssen wir jetzt gegen Betis kämpfen? Okay. Mit so einem unausstehlichen Arena-Leiter kann die nächste Arena-Challenge ja heiter werden. Olivia hat mich hinters Licht geführt und für ihre Zwecke missbraucht. Aber von jetzt an entscheide ich über mein Leben. Ich ganz allein. Und ich entscheide, dass wir beide auf der Stelle gegeneinander kämpfen, Nina. Ich will kein Spielverderber sein, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Meine Quizfragen konntest du damals auch mit kühlem Kopf beantworten. Es besteht kein Grund, jetzt die Fassung zu verlieren. Betis hat eigenhändig 3 Dynamax-Pokémon bezwungen und euch somit gewissermaßen etwas zusätzliche Zeit erkämpft. Außerdem lässt er sich nicht mehr von anderen bei seinen Entscheidungen beeinflussen, wobei ich ihm schon ein Stück weit meinen Stempel aufgedrückt habe. jetzt, wo sie es erwähnen, ja, das haben sie wohl. Wer 88 Jahre auf dem Buckel hat, wird ja bestimmt auch die ein oder andere nützliche Weisheit parat haben. Egal, das hier hat nichts mit Papella zu tun. Dieser Kampf ist allein meine Entscheidung. Also los, lass mich nicht länger warten. Kämpf mit mir. Na schön, kämpfen wir. Ich und meine Pokémon mussten wieder bei Null anfangen, doch die harte Arbeit hat sich gelohnt. Hiermit bekommst du eine exklusive Kostprobe davon, wie weit wir es gebracht haben. So, Arenaleiter Betis fordert dich heraus. Flunkifer, oh Gott, was war Flunkifer denn nochmal? Das wäre immer dieses eine Pokémon, dessen Typ ich nie weiß. Meine Zeit als Arenaleiter hat mich stärker werden lassen als dich. Schauen wir mal, ne? Oh, wie süß, mein Glurak ist glücklich, weil es hier schon mal war. Süß. So, wurde besiegt. Gibt Erfahrungspunkte. 79, das ist nett. Setzt als nächstes Gardevoir ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Ist Gardevoir auch Fee mit oder ist Gardevoir nur Psycho? Oder beides? Ich weiß es nicht. Ist aber eigentlich egal, weil wir haben eh nichts dagegen. Also kämpfen wir einfach mit Glurak weiter. So, wartet auf deine Anweisung. Nehmen wir wieder einen Flammenwurf, das passt schon. So, sieht eine Attacke voraus. Dann sieh du doch mal eine Attacke voraus. Top-Genesung. Wie nervig. So, wartet auf die Anweisung. Nochmal Flammenwurf. Volltreffer. Sehr nice. So, was haben wir da denn? Can you speak English? I mean, I could speak English, but most of my viewers are German, so I
can't really talk English right now, I'm very sorry. But if you have questions, I will answer them, of course. So, wurde von Sea getroffen. Au! Setz als nächstes Galoppe ein. Nee, will ich nicht wechseln. Na gut, du nicht. Auch gut. So, das Galoppe haben wir weggebrutzelt. Silem, Brim, Brim, Brim. Das Brimseln war dann auch mal weg. Du könntest tatsächlich der stärkste Champ sein, den die Gala-Region je hatte. Ganz genau. Ich werde dich besiegen und so ebenfalls in die Geschichte Galas eingehen. Ich glaube das nicht. Hallo, Thomas. Hast du nicht mal ein Minecraft-Winterprojekt mit Honeyball gemacht? Ich habe schon ganz, ganz viele Minecraft-Winterprojekte mit Honeyball gemacht. Wir bemühen uns auch, dass dieses Jahr noch was kommt. Das Problem ist, es gibt einfach kaum noch irgendwas, was man machen kann. Wir hatten dieses Jahr erst was gefunden. Aber, unmöglich, das kann gar nicht sein. Ich bin doch ein Arena-Leiter. Ach Mensch, spätes. Wir hatten erst was gefunden, das haben wir aber nicht zum Laufen gekriegt auf dem Server, weil die Maps halt alle schon meistens älter sind. Und das wird nicht einfacher. Aber mal gucken, vielleicht... Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas hin. Endlich kann auch ich dich als Champ anerkennen. Vielen Dank für diesen Kampf. Es fällt mir schwer, das so offen zuzugeben, aber du hast mir damit auch einige meiner Schwachstellen aufgezeigt. Ich werde an mir arbeiten und ein besserer Trainer werden, solange ich das Potenzial von Feen-Pokémon vollends ausgereizt habe. Eine seltene Ligakarte von Betis. Wisst ihr, das Problem an Arena-Leitern ist ja meistens einfach, dass sie sich auf einen Pokémon-Typ beschränken. Und sie halt sehr oft sehr einfach auszukontern sind dadurch. Also, du hast dich vorher auf Psycho-Pokémon beschränkt, jetzt Psycho-Fee ist ja immerhin schon mal ein bisschen besser, aber vielleicht einfach so ein bisschen mehr Abwechslung in dein Team bringen. Als Arenaleiter ist es aber erstmal meine Pflicht, das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen. Dieser Pokémon-Kampf eben war pinker als eine Herde Pipi. Herrlich. Oh Gott. Oh, noch eine seltene Liga-Karte. Will ich die sehen? Ich bin mir noch unsicher, glaube ich. Obwohl er nicht mehr an der Arena-Challenge teilnehmen durfte, konnte Betis sich einen Weg ins Turnier erkämpfen. Er ist mit allen Wassern gewaschen. Das muss man ihm lassen. So langsam verstehe ich auch, wie er es zum Arena-Leiter gebracht hat. Er mag zwar manchmal, meistens etwas anstrengend sein, aber als Trainer hat er es echt drauf. Er nimmt die Sache eben ernst. Das stimmt. Ja, bei eurem Kampf war nicht zu übersehen, wie sehr er sich ins Zeug legt. Ihr scheint ja massig Zeit zum Plaudern zu haben. Soll ich euch vielleicht noch einen Tee aufsetzen? Oh, das wäre ganz nett. Schon kapiert, du hast ja recht. Weiter geht's. Aber meine Ligakarten gucke ich mir trotzdem an. Es gibt noch andere Orte, an denen tobende Dynamax-Pokémon ihr Unwesen treiben. Wir sollten uns so schnell wie möglich um sie kümmern, Nina. Wie es aussieht, müssen wir uns noch zwei Stadien vornehmen. Ja, hier Chichester und, Claw City, genau. Ligakarten. So. Kurz ein bisschen Brainlag gehabt. Album. Oh, die Karte von Betis ist schön. Auf Geheiß von Papella wurde er zu ihrem Nachfolger im Amt des Arenaleiters von Fairbelly. Es herrscht Einigkeit darüber, dass er dank Papellas rigorosem Training friedfertiger geworden ist. Auch wenn er sich dazu ausschweigt, spricht die Tatsache, dass er nun sogar bereitwillig Autogramme gibt, doch Bände. Es ist zudem unbestritten, dass sein Können als Trainer einen gewaltigen Sprung gemacht hat. Sein außerplanmäßiger Auftritt beim Finale des Champ Cups kam bei den Fans so gut an, dass sie eine Fortsetzung, wünschen. Betis behagt diese Vorstellung eher weniger. Oh. Ah, okay. Oh, gut. Papella hat Betis, der von der Arena-Challenge disqualifiziert wurde, den Titel des Arena-Leiters aufgedrückt. Trotz alledem kommt sie jeden Tag in die Arena, um Kommentare abzulassen, Rätsel zu stellen und Schauspielstücke zu proben. Wie es mit dem Pink, was es mit dem Pink auf sich hat, dass sie einen anderen sucht, eine Antwort darauf könnte in einem Interview liegen, das sie vor langer Zeit gegeben hat. Denkt man immer weiter über die Antwort auf eine Frage nach, entsteht die Lösung aus einem selbst. Ah ja, okay, gut. Dann geht's als nächstes, glaube ich, einfach nach Chichester, richtig? Da, wo die gute Melia war. Das heißt, wir werden uns wieder auf Glurak verlassen.
weil nicht Pokédex. Warte, das lerne ich in diesem Spiel, glaube ich, einfach nicht mehr. Genau hier. Mal gucken, was, was hier denn dann so auf uns zukommt. Ob wir wieder zu viert gegen eins kämpfen müssen oder ob wir wieder jeder eins kriegen. Ich meine, gut, im Zweifel zwei gegen ein Eis-Pokémon haben wir ja Glurak am Start. Das ist dann ja okay. Nichts wie raus hier, ihr drei. Soll das ein Witz sein? Wir sind hier, um dir zu helfen. Oh, ihr seid das. Ist mir vor lauter Aufregung gar nicht aufgefallen. Nun, da Nina hier ist, kannst du dich entspannen. Vier Dynamax-Pokémon treiben hier gerade ihr Unwesen und ich grübel schon die ganze Zeit. Habe ich... Doch, Glurak ist noch vorne. Ich wollte gerade sagen, habe ich Glurak jetzt nicht wieder nach vorne gepackt? Das wäre ein bisschen schlecht. Und ich grübe schon die ganze Zeit, wie ich mit ihnen fertig werden soll. Mit so vielen fähigen Trainern sollten wir das Kind schon irgendwie schaukeln können. Seid ihr bereit? Dann nichts wie raus auf den Kampfplatz. Alles klar, ok ok. Was haben wir denn? Was steht hier? Gucken wir mal. Wartet auf meine Anweisung. Ja, Dynamax. Und einmal den Giga-Feuerflug, bitte. Außerdem, niemand kann mir mehr sagen, dass meine Pokémon überlevelt sind, weil Isa hat gestern im Stream, noch bevor sie das Vorturnier gestartet hat, ihr Galoppa auf Level 95 gelevelt, ja? Also, kann keiner mehr was gegen mein Glurak hier sagen. Außerdem habe ich ja auch nie wirklich trainiert, ne? Ich habe einfach nur das gemacht, was das Spiel mir vorgibt. Und wenn, ich meine, gut, dass ich das Glurak besitze, gut, das habe ich mir ertauscht. Aber es war ja auf einem Level, was in dem Zeitpunkt oder an dem Zeitpunkt zu meinem Team gepasst hat. Bedeutet also, ich habe nichts anderes gemacht, als ganz normal in dem Spiel gekämpft. Und da kann ich dann halt nichts für. Puh, geht es allen gut? Hui, das war ein ganz schön knappe Sache, aber mir geht's gut, ja. So ganz alleine mit einem Dynamax-Pokémon fertig zu werden, ist eben doch kein Kinderspiel. Haha, dass man sich immer auf dich verlassen kann, wusste ich bereits, Nina. Aber hopp, du hast heute bewiesen, dass man auf dich auch bauen kann. Wirklich? Hopp hört solche Komplimente wohl nicht oft. Das würde erklären, warum er auf einmal bis über beide Ohren grinst. Ach, sei still, Neff. Ich werde gut auf die Pokémon Acht geben, ihr müsst euch also keine Sorgen um sie machen. Das reicht natürlich nicht aus, um dir für deine Mühen zu danken, Nina, aber bitte nimm meine Ligakarte als kleine Geste meiner Dankbarkeit an. Jetzt bin ich gespannt. Ups. Sekunde, das muss ich wieder groß machen. Das ist immer so ein bisschen anstrengend. Man muss nur mit der Maus ganz kurz da drankommen und das Programm minimiert sich. Gut. Du erhältst eine seltene Ligakarte von May. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Sollte irgendwas passieren und du meine Hilfe brauchen, dann lass es mich einfach wissen. Alles Gute und übertreib es nicht. Alles klar. Dann als nächstes, Raw City, ne? Scheint so, als hätte sich die Lage in den meisten Stadien entspannt. Jetzt bloß nicht nachlassen. Vor uns liegt nur noch ein Stadion, in dem Dynamax-Pokémon ihr Unwesen treiben. Lasst uns das schnell hinter uns bringen. Ich überlege gerade, es war ja, es war ja Claw City, war ja Drachen-Pokémon und, gucken wir mal, mit wem wir dann da rangehen. Was ich noch machen wollte die ganze Zeit war, Inteleon noch, Eisstrahl beibringen, weil dann haben wir auf Inteleon auch mal eine Eisattacke. Weil letztes Mal musste ich quasi dran denken, als wir gegen, war das gegen Roy? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir ja, oder was bei Deleon? Ich glaube, es war bei Deleon, wo wir weder mit Felinara noch Fulipurba was machen konnten.
Aber gut. Schauen wir mal. Karte. Und auf nach Claw City. So, aber ich würde sagen, wir gucken dann erstmal, dass wir vielleicht mit Felinara an die Sache dran gehen. Weil, warum denn auch nicht? Na, gucken wir mal, was uns da erwartet. Pokémon wechseln kann man ja immer noch. Hey, da ist Sania. Dieser Lift ist derzeit außer Betrieb. Ah, Nina! Jemand hat gesehen, wie die beiden Clowns durch diese Tür hier gegangen sind. Leider ist die Tür elektronisch gesichert. Die Entriegelung wird also etwas dauern. Du hast so ein Elektro-Pokémon hier. Ah, da hinten steht Roy. Dann gehen wir doch mit dem erstmal reden. Hey, ein Glück, dass ihr da seid. Das Stadion steht kurz davor einzustürzen. Es steckt voller herumwütender, dynamaximierter Pokémon. Das liegt daran, dass die Kraft der Wunschsterne missbraucht wird. Was, im Ernst? Als ob wir nicht schon genug Sorgen hätten. Egal, jetzt kümmern wir uns zuerst um die Dynamax-Pokémon. Jetzt, wo ihr da seid, kriegen wir das ratzfatz erledigt. Wir packen mit an, stimmt's, Nina? Na klar doch. Na, wenn wir mal nicht das allerbeste Team sind, dann weiß ich auch nicht. Ey, hallo, Ness, Hopp und ich sind das coolste Team. Ob du da mitmachen darfst, das überlegen wir uns noch. Ness, auf dich zähle ich ganz besonders. Schließlich bin ich im Halbfinale bei dir ja förmlich gegen eine Wand angerannt. Du bist ein Profi darin, meinen dynamaximierten Pokémon das Leben schwer zu machen. Heute sind wir keine Gegner, sondern ein Team. Wollen wir die Arbeit nicht unter uns aufteilen? Okay, jeder nimmt sich ein Dynamax-Pokémon vor und versucht es zu besänftigen. Los geht's! Wuhu! Was haben wir denn da? Ein Maxax. Überbrückung von Maxax wirkt. Das konnte das nicht so nervige Stahlattacken? Naja, schauen wir mal. Dynamax und dann 100, 130, 130. Nehmen wir mal das. Falls wir denn überhaupt zuerst ran dürfen. Gucken wir mal. Yay! Unser großes Felinara. So, wer darf zuerst? Maxax. Stahlzacken. Ja, das war doch diese nervige Stahlattacke. Ich wollte gerade sagen, lass mein armes Felinara leben, bitte. Uiuiui. Das sieht ja richtig episch aus. Hat so richtige Sailor Moon-Vibes. Coole Sache. So, am Boden breitet sich dichter Nebel aus. Ja, ist jetzt aber auch nicht mehr so wichtig eigentlich, ne? Wow, was für ein Teamwork. Das war ganz große Klasse, Leute. Noch schnell ein Foto zum Andenken. Das muss einfach drinnen sein. Um die Pokémon kümmere ich mich, keine Sorge. Die kriege ich ihm nur wieder fit. Und Nina, wenn du je meine Hilfe brauchen solltest, sag einfach Bescheid, ja? Oh, eine seltene Ligakarte von Roy. Gucken wir doch mal. Und du, Ness, irgendwann brauchen wir zwar eine Revanche, diesmal aber ohne Dynamax. Ihr habt doch eben gesagt, dass irgendwie die Wunschsterne, dass irgendwer die Wunschsterne missbraucht, oder? Ich nehme mal stark an, dass ihr in der Sache bereits Nachforschung angestellt habt. Dann macht weiter so. Das Claw-Stadion ist derweil bei mir in sicheren Händen. Okay.